Mein Name ist Carsten Ruhig, ich bin Einsatzleiter hier an der Einsatzstelle. Wir befinden uns hier auf freiem Gelände zwischen Echterdingen und Steinenbronn am Ortsausgang Echterdingen. Und hier stand ein Holzstapel im Vollbrand. Der Holzstapel hatte eine Länge von rund 8 Metern, mit Scheitholz aufgestapelt auf eine Höhe von ca. 2 Metern. Die Schwierigkeit ist, dass schlussendlich wir uns auf freiem Gelände befinden und erstmal eine ausreichende Wasserversorgung hierher zur Einsatzstelle aufgebaut werden musste. Wir sind insgesamt mit rund 35 Feuerwehreinsatzkräften hier an der Einsatzstelle und bekämpfen diesen Holzstapelbrand. Also es sind insgesamt 4 C-Rohre, also 4 Löschrohre im Einsatz von allen Seiten, damit sich der Brand nicht weiter ausbreitet. Und zu jedem Löschrohr gehört ein Angriffstrupp im ersten Marsch mit Atemschutzgerät. Und aktuell reißen wir den Holzstapel ein, um die Glutnester zu löschen. Die Landstraße ist im Moment gesperrt, einmal zur Sicherheit der Einsatzkräfte und auch zur sicheren Wasserversorgung müssen wir die Straße überqueren. Das Wasser kommt mittels B-Schlauch vom nächstgelegenen Hydrant aus dem Wohngebiet in Echterdingen hierher. Die Wasserversorgung umfasst zwischen 200 und 300 Meter, sodass da auch am Anfang eine gewisse Strecke überbrückt werden musste.